Mahlzeit. Guten Morgen oder wie auch immer hier, ne? Aus Columbus, Ohio. Und nachdem meine lieben Kollegen alle Videos gemacht haben zu den Neuzugängen oder eventuellen Neuzugängen oder eventuell irgendwelchen Transfern, was weiß ich, muss ich das ja auch machen. Außerdem muss ich darauf hinweisen, dass wir um 18 Uhr wieder unsere Gesprächsrunde haben, ne? Für Schalker, Frauen und Männer oder auch andere. Muss nicht Schalker sein. Ja gut. Naja, zuerst haben wir mal den Marcel Hartl. 25 Jahre alt, Kölner. War doch für Köln, also der ist Kölner. Also als der dieses Megator geschossen hat da gegen Köln, als er mit Union Berlin gespielt hat, da Messi-Tor. Ja, mit der Brust angenommen, wunderschön nach oben, Rückkehr und Bums ist das Ding drin. Wollte auch nicht jubeln. Ich glaube, das war, weil es gegen Köln war. Naja, jetzt ist er jedenfalls bei Bielefeld. Und was haben wir hier? Marktwert 2,8 Millionen. Pff, naja, mal gucken. Jedenfalls, definitiv kann er was. Ne? Also steht außer Frage. Und seine Position offensives Mittelfeld. Mit Tendenz hin und wieder auch mal links rauszuwandern. Da sind wir eigentlich meiner Meinung nach ganz gut besetzt, aber schaden kann es nichts. Außerdem, der kann schon echt was gut können. Der kann schon was, der Junge. Okay, der nächste ist der Philipp Clement. Der ist nur etwas älter, 28. Was heißt älter? Also, da bin ich ja schon tot. Von Stuttgart, 1,5 Millionen Marktwert. Naja, wie man da irgendwas machen kann, weiß ich nicht. Ist aus Ludwigshafen. Damit kann man leben. Offensives Mittelfeld. Da können wir auf jeden Fall noch jemanden gebrauchen, ganz klar. Ob er da der Richtige ist. Startelfquote letzte Saison 6%. Aber naja, ich bin ja kein Statistik-Fan. Ne? Kommt ja auch immer darauf an, in was für einer Mannschaft jemand spielt. Und wie man sich da entfalten kann. Also, ja, muss ich mir ein paar Videos von dem Philipp reinziehen. Und der dritte im Bunde, das ist aber, glaube ich, noch gerüchtiger als ein Gerücht. Keane Bryan aus England von Sheffield United. Die ja jetzt auch dann irgendwie, ne, nicht ganz so toll. 2 Millionen Marktwert. Dafür aber, ja, 24 Jahre alt. Geboren in Manchester. Und Innenverteidiger. Können wir noch einen guten gebrauchen? Auf jeden Fall. Also, aber wie gesagt, das sind halt alles diese Gerüchte. Passen wird's, glaube ich. Sowieso Engländer, ne? Kämpfer, Terrier. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne eure Kommentare zu hinterlassen in den Kommentaren. Duh. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und wenn ihr sonst noch wollt, dann wie gesagt, 18 Uhr deutscher Zeit. Das ist 12 Uhr mittags. High Noon. Hier in Columbus, Ohio. Gehe ich dann live und dann können wir über all diese Sachen reden. Oder auch über anderes. Das Wetter oder wie auch immer. Alles klar. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen, eure Schalker Botschaft. Glück auf. Den Rest kannst du in der Pfeife rauchen.